Grüezi miteinander, liebe Aunz-Familie, liebe Mitglieder der Aunz, ich freue mich, heute wieder bei Ihnen zu sein. Ich darf Ihnen dann nach ein paar Worten von mir noch einen weiteren Leckerbissen heute präsentieren. Ich habe für Sie heute eine Grußbotschaft aus England mitgebracht. Es wird dann eine Videobotschaft gezeigt von einer prominenten Brexit-Befürworterin, welche uns noch ein paar Glückwünsche mit auf den Weg gibt für unsere Reise bis zum 27. September. Bevor wir dieses Video abspielen, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben mich vor etwas mehr als einem Jahr mit wohlwollendem, spontanen Applaus begrüßt hier. Dieser warme Applaus hat mich das ganze Jahr getragen, hat mich sehr gefreut. Und ich habe mich sehr gefreut, mich engagieren zu dürfen im Aunz-Vorstand. Und solange Sie es möchten, werde ich das auch gerne weiterhin tun. Wir waren hier in den Sommerferien in der Schweiz. Sie wissen vielleicht noch von letztes Mal, ich wohne in der Gegend London mit meiner Familie. Wir sind alle Schweizer. Wir waren hier in den Ferien und Donnerstagabend erreichte uns dann die Nachricht, dass wenn man jetzt nicht bis heute 4 Uhr britische Zeit in England ist, muss man in Quarantäne. Nun, deswegen hat sich dann meine Frau und die Kinder verabschiedet gestern und haben überhastet etwas die Rückreise angetreten. Ich wollte mir allerdings diesen Moment hier mit Ihnen nicht entgehen lassen und ich werde die Quarantäne mit etwas Homeoffice auch noch überleben. Wie gesagt, es freut mich riesig, hier zu sein. Die Zeiten haben sich aber offensichtlich ganz gewaltig verändert seit meiner letzten kurzen Ansprache. Allzu viel will ich dazu jetzt nicht sagen. Ich hoffe jedoch sehr, dass die Schweiz bei der direkten Demokratie bleiben wird und sich allzu autoritären Tendenzen, die sich jetzt abzeichnen, entziehen kann. Und dass die Schweizer, dass wir für unsere Souveränität einstehen werden. Ich bleibe bei meiner Aussage von letztem Jahr, die direkte Demokratie ist so etwas wie die Seele der Schweiz. Es ist der Kitt, der uns zusammenhält. Und wir wollen dem Sorge tragen, eben der Selbstbestimmung und der eigenverantwortlichen Souveränität. Es ist unser Erfolgsmodell. Die Begrenzungsinitiative liegt genau auf dieser Linie. Wir wollen ja keine weitere Auflösung der Schweiz. Wir möchten Souveränität und Selbstbestimmung. Wir sagen nicht, Zuwanderer seien nicht willkommen, aber wir möchten unser Land gerne so gestalten können, wie wir es für richtig halten. Und gerade in unsicheren Zeiten, wenn sie es denn sind, ist es vernünftig und es ist eine Tugend, die geschichtliche Linie zu halten. Die Schweiz hat im letzten Jahrhundert und auch schon in diesem Jahrhundert ja manche Prüfungen bestanden, dank dem Mut, sich selber zu helfen. Nun, ich denke, wir müssen wieder dazu zurückkommen, dass wir spüren, la Suisse existe. Wir müssen dieses unsäglichen Slogan von der Weltausstellung von vor etwa 30 Jahren, La Suisse n'existe pas, korrigieren. La Suisse existe. Es scheint mir, dass der Bundesrat etwas den roten Faden verloren hat, das Geschichtsverständnis der Schweiz etwas verloren hat. Jetzt wird uns mit Wirtschaftsprognosen weisgemacht, dass bei einem Jahr zur Begrenzungsinitiative der Wohlstand einbricht. Nun, Sie haben schon von meinen Vorrednern gehört, wir müssen diese Angst nicht haben. Und jemand hat es heute auch schon gesagt, der Himmel wird uns auch nicht auf den Kopf fallen. Nun gut, mal abgesehen davon, wenn der Bundesrat dies sagt, dass es immer amüsant ist zu sehen, wie treffsicher der Bundesrat die Zukunft voraussehen kann, muss ich sagen, ist das einfach immer dasselbe Muster, was hier läuft. Prognosen, vor allem Wirtschaftsprognosen, werden hier so verkauft, als wären es bereits unumgängliche Tatsachen. Das stimmt nicht. Es ist völlig nicht erklärbar, warum man nicht mit Optimismus und Mut versucht, die Wünsche, die Bedürfnisse der schweizerischen Bevölkerung umzusetzen und zu sagen, ein Ja zur Begrenzungsinitiative eröffnet uns auch neue Möglichkeiten. Es ist auch nicht so, dass der Wohlstand einfach so verloren geht.
Meines Wissens war es in der Weltgeschichte immer so, dass ein Land, welches sich etwas Selbstbestimmung und etwas Freiheit erkämpft hat, nicht ärmer wurde, sondern langfristig und auch mittelfristig zu immer mehr Wohlstand kam und eben nicht weniger. Das heißt, wenn wir uns jetzt also etwas für Freiheit und Selbstbestimmung einsetzen, müssen wir auch nicht Angst haben, dass uns der Wohlstand einbricht. Das ist meiner Meinung nach geschichtlich Blödsinn. Wir müssen nicht einmal in die weite Welt hinaus, um dies zu erkennen. Wir müssen nicht einmal groß Geschichte studieren. Wir können auch einfach, Sie waren vielleicht schon bei der Ounce damals, ich noch nicht, 30 Jahre zurückblicken, die EWR-Abstimmung, was dort gesagt wurde und was der Wohlstand, die Entwicklung des Wohlstands in der Schweiz war seither. Und daraus können wir geschichtlich schon schließen, wohin die Reise eigentlich gehen muss. Nun gut, der Bundesrat, so hoffe ich jedenfalls, wird am 28. September dann das Verhandlungsmandat haben und 12 Monate Zeit haben, mit der EU zu verhandeln. Wir haben vorher die Frage gehört, kann man mit der EU verhandeln? Ich möchte mir mit meiner Bescheidenheit erlauben, den Bundesrätinnen und Bundesräten einen kleinen Tipp zu geben. Sollte es so kommen, und ich hoffe das, dass Sie das Verhandlungsmandat haben am 28. September, dann schlage ich Ihnen vor, dass Sie von den 52 Wochen, die Sie Zeit haben, die ersten 49 Wochen zuerst einmal gar nichts tun. Jawohl. Und zwar deswegen, ja, Sie können, der Bundesrat kann einen Fax schicken, nicht wahr? Er kann Ihnen ja die Kündigungsinitiative-Plakate zustellen, sagen, die ist angenommen worden. Und dann mal etwas abwarten. Die EU kommt nicht ernsthaft an den Verhandlungstisch, wenn es nicht höchstens noch 3 Wochen sind bis zum Ultimatum. Wenn Sie mir das nicht glauben möchten, bitte schön, klar, ich habe ja noch nie solche Verhandlungen geführt, warum sollte man mir glauben? Aber bitte schön, machen Sie mal ein Telefon nach London, die werden es Ihnen dann sagen. Wie Sie ja wissen, hört man von bundesrätlicher Seite ständig vom schweizerischen Brexit, wenn wir am 27. September die Begrenzungsinitiative annehmen. Wenn, nicht falls. Von daher dachten wir uns, von dem Ounce-Vorstand wäre es vielleicht nicht schlecht, auch einmal direkt von jemandem zu hören, der an vorderster Front für den Brexit gekämpft hat. Eine Person, die vom Brexit auch wirklich etwas versteht. Ich darf Ihnen daher quasi online, Kate Hoey vorstellen. Frau Hoey war von 1989 bis 2019 Parlamentarierin im britischen Unterhaus für die Labour-Partei, also die Arbeiterpartei, oder für uns vielleicht übersetzt die SP. Sie war von 1999 bis 2001 Ministerin in der Blair-Regierung, also in einer Labour-sozialdemokratischen Regierung. So könnte man quasi, Sie kennen ja die SP-Bundesräte und Bundesrätinnen, nicht? Das wäre so quasi der Vergleich. 2019 dann hatte sie ein bisschen die Nase voll von der Labour-Partei wegen der ständigen Brexit-Verweigerung und trat aus der Partei aus und hat sich dann als Independent, also als Unabhängige positioniert. Dieses Jahr, nachdem jetzt der Brexit durch ist, also Sie wissen ja, Großbritannien ist jetzt aus der EU ausgetreten, dieses Jahr wird sie in Bälde zur Baronin im britischen Oberhaus, dem House of Lords, werden. Den Kontakt, den wir hier haben, kam zustande, weil wir eigentlich ein Treffen mit Brexit-Befürwortern für die junge Ounce geplant hatten. Das konnte dieses Jahr bisher leider nicht stattfinden. Dafür gibt es jetzt eben diese kleine Grußbotschaft aus dem Königreich für Sie. Sie werden dann dieses Video gleich sehen. Originalsprache haben wir natürlich gelassen. Es gibt deutsche Untertitel und so wie ich verstehe, ist das dann auch französisch übersetzt mit dem Kopfhörer. Aber hören Sie doch mal selbst, welche Botschaft sie uns auf den Weg geben möchte. Hello everyone, I'm Kate Hoey and I'm very pleased to have the opportunity to say a few words to your annual assembly. I know that you're all working hard to get a yes vote in the coming referendum and to take back control of your borders
and of immigration and of ending free movement with the EU. The Switzerland, of course, is a wonderful country, beautiful country, and a country that whose institutions are revered and envied all over the world. And I know that sometimes standing up for democracy and for being able to run one's own country can be quite difficult. But I think we all share in the view that it's very much worth it. Switzerland is a beautiful country, but it's very, very important that it stays with that independence which you all have fought so hard for, and to give you real independence. I'm delighted that the United Kingdom voted after a very long time and a very long campaign to leave the EU back in 2016. We faced all sorts of issues of the media and the establishment trying to say that we were not interested in the economy, that we were not interested in the fact that workers would suffer from leaving the European Union, leaving the single market. And we also were accused of, at times, of being xenophobic. All of this was completely untrue. And we, of course, knew that actually opening up your borders to anyone, freedom of movement, actually is very, very bad for workers, particularly those on low wages. So our campaign was won, but it was very hard fought, and we had to work extremely hard to make it happen. I still believe that it has been the right thing, and of course all those people who warned about how there'd be 500,000 people unemployed literally the day after if we voted to leave have all now had to begin to eat their words. We have realised that we have this huge commonwealth, 53 nations, that we can now reach out to and make our own trading arrangements with. And that is really important, because it was politicians of all parties who seemed to want to do our country down and say that we couldn't possibly cope in an international world without the protection of the European Union. And now, of course, because Boris Johnson has become Prime Minister with a huge majority and we have left the European Union, we are beginning to get that change that people now realise we can make it a real success. I really hope that Switzerland will remain truly an independent country, and I hope that you will be able to persuade your fellow citizens that uncontrolled immigration is not, cannot be, and will never be in the interests of ordinary people of Switzerland. I hope that you will be able to gain that support. In a couple of weeks, I will be joining the other house in our parliament, the House of Lords, and becoming a baroness. And I would hope that we can work together as our two countries to trade and to cooperate in a way that's in the best interests of both our countries, but indeed peace in the world. So in the meantime, to all the members of the campaign for an independent and neutral Switzerland, I wish you continued courage and all the very best for a brilliant result in the referendum. Kate Hoey, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, wir haben Verbündete auf der Welt, die dasselbe erfahren wie wir auch. Und wir müssen mit Mut und Optimismus weiterkämpfen für unsere Sache. Mit einem Augenzwinkern möchte ich noch eine Einladung aussprechen an mutige, linke, grüne Politiker, natürlich auch CVP und von der FDP haben wir sie schon. Also wenn auch Sie finden, dass Ihre Partei die Interessen der Schweiz nicht mehr so ganz vertritt oder gar nicht mehr, dann sind Sie bei uns herzlich willkommen. Kommen Sie zu uns. Wir bieten Ihnen gerne politisches Asyl. Herzlichen Dank.